Und. Huch, hast du zu schnell gedrückt. Badam, badam, badam. Lasst mich in Ruhe, ihr Bösewichte. Ihr seid mir egal. Runde da. Und das war beinahe knapp. Ein bisschen knapp. Ein bisschen knapp. Nicht beinahe knapp. Hier geht's auch noch runter. Ah. Oh Gott. Come on. Sehr schön. Die explodieren aber, richtig? Nein. Okay, nur, das sind nur normale Explosionen, nicht. Explodieren, explodieren. 20 Rubine. Ja, ich weiß. Okay. Da geht's durch, da geht's durch und da geht's runter. Ah, okay. Was soll das dann da vorne? Egal. Hier geht's weiter. Wer hätte das gedacht? Please die. Und hier ist es ganz schönes drin. Ein Herzteil. Yay. Okay. Kann man die Dinger hier anzünden? I wouldn't be a Zelda-Fan if I would try that. Und es klappt tatsächlich. Sehr schön. Was gibt's hier denn sonst noch? Chip. Ja. Geldsorgen haben wir wirklich keine. Und wenn, dann können wir einfach hier hingehen. I got it. Gut, dann schauen wir mal, was es hier noch gibt. Meines Wissens nach war es das noch nicht hundertprozentig. Eventuell, hoffentlich, glaube ich. Und da geht es ja einfach nur wieder zurück. Ha. Was ist das da hinten? Was zur Hölle? Wartet kurz. Das möchte ich mir genauer ansehen. Das ist schon ein Wald. Okay. Huch. Das war komisch. Ganz ruhig, Link, nicht rutschen. Wir können uns dahin angeln. Ah, dann hätten wir es. Okay, wir hätten nicht die Doppelklauen gebraucht für hierher. Stimmt, fällt mir gerade so auf. Ich war mir sicher, dass man die hier braucht. Aber nö. Überhaupt nicht. That's confusing. A little bit. Hier unten ist auch noch was, right? Nein. Ist nicht. What the fuck? Ich hab da gerade was gesehen. Aber. That's just me imagining things. Oder so. Ach. Jo, da kann man einfach rüber. Gut. Dann würde ich jetzt sagen, geht's auf nach Hyrule Stadt. Ja. Why not? Zoom. Gehen wir ein bisschen hier hin. Und dann geht's zur Star Challenge. Ein weiteres Herzteil, eine weitere okkulte Kunst und einen weiteren Käfer. Das ist doch mal ganz gut. Und ich sehe da hinten was. Was mir sehr gefällt. Weil ich das nämlich noch nicht wusste. Halt. Das ist nur ein Insekt. Dammit. Das haben wir schon, richtig? Das ist eins der Basic-Dinger. Ja. Ah, ja. Lass mich in die Stadt. Und lass mich in Ruhe. Ja. Beides gleichzeitig. Auf zum Zirkuszelt. Lange. Langer Weg nach Hyrule Stadt. Der nicht wirklich lang ist. Schip. Und einfach hier rein. Hat das Zirkuszelt überhaupt offen um die Uhrzeit? Ja, offenbar. Okay, dann probieren wir es. Ah, hallo, junger Freund. Du wirst doch bestimmt für 115 Rubinen noch einmal in der Start-Challenge. Ja, natürlich. Ah, danke, junger Freund. Das Spiel fängt an, sobald du den Käfig betrittst. Also gib alles. Alles klar, dann los. Gut. Okay, diesmal haben wir nämlich ein bisschen Hilfe. Wir können uns nämlich dran festhalten. Was die Dinger ziemlich verleichtert. Erleichtert, wie auch immer. Vielleicht könnte man das auch ein bisschen more systematic machen, I know, but if it works, right? So geht's. So, ganz ruhig, Ladies. Zip. Die drehen ja voll am Rad. Okay, dann gehen wir erstmal hier hin.
Und dann... Ich weiß, es gibt hier bestimmte Sternenspuren, die es einem vereinfachen. Die ich jetzt gerade völlig ignoriere. Weil es, glaube ich, auch so reicht. Hoffe ich mal. Zumindest. So. So. Wirklich. Das hat nicht gereicht. Damit. So. Es könnte zeitlich knapp werden, tatsächlich. Huch. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Damit. Vor allem, wenn ich daneben ziele. Dann wird es auf jeden Fall knapp. Ba-da-ba-da-da-bam. Sollte auf jeden Fall auch schneller gehen. Seid euch dem gewiss. Komm. Oh Gott. So wenig Zeit. Ja, ich glaube, ich habe da einige Fehler gemacht, die ich jetzt gleich nochmal verbessern darf. Ja, das war's. Okay. Probieren wir gleich nochmal. Ah, ja, bla bla bla. Aber klar. Ja, ich mag die. Macht echt Fun. Diesmal folgen wir den Sternspuren und schauen mal, was das für einen Unterschied macht. Nämlich hier ist eine. So, dann ist hier eine, glaube ich. Ja, dann ist zum Beispiel hier eine. Bam. Dann ist da eine. Sehr nice. Und da. Yay. Und da. Und dann gibt es noch die hier. Oh, das war nur eine. Okay. Da ist auf jeden Fall noch eine. Gehen wir mal hier hin. Jetzt sogar gleich zwei. Ich werde erstmal die hier, aber wir müssen ein bisschen vorzielen, sonst klappt das nicht. Hier. Und da. Sehr nice. Dann gehen wir nochmal hier drauf. Ich weiß nicht, sind hier und da und überall und bla bla bla. Come on. Da noch. Dann da noch. Und dann noch in die Mitte. Und runterhängen lassen. Yay. Unglaublich, dass jemand dieses Level knackt. Super, super. Ein neuer Superstar erscheint auf der Bühne der Star Challenge. Und hier ist die Trophäe für unseren Superstar. Bitteschön, genieß sie. Oh, den Maxi-Köcher. Bis zu 100 Pfeile. Glückwunsch, junger Freund. Alle Preise abgeräumt. Ich glaube, damit hast du hier... Bist du hier... Ne, was? Damit hast du hier erledigt, was zu erledigen war. Also danke für alles. Ich hoffe, du hast auch ein wenig Spaß bei der Sache. Natürlich. Komm bloß nicht wieder. Oh. Okay. Puh, dann halt nicht. Ich wollte nochmal eine Runde spielen, aber wenn er nicht will, dann halt nicht. Bäh. Wir können jetzt unsere Insekten abgeben, was natürlich doof wäre, weil... hi. Spitze hat mit uns gesprochen. Oh Gott. Oh Gott. Link, du bist bei den Frauen irgendwie ganz beliebt. Lucky for you. So. Und was können wir jetzt noch tun? Wenn ich endlich mal einen Shop finden würde. Wir können natürlich hier reingehen. Hi. Du, was für eine Beziehung hast du eigentlich zu Agneta? Ich glaube kaum, dass du gleiche Interessen hast wie sie. Also pass auf, was ich jetzt sage, sage ich nur ein einziges Mal. Wenn du keine Insekten magst, solltest du dir nicht auf die Nerven gehen. Ich mag eigentlich Insekten. Gibt es da eigentlich noch eine Belohnung? Oh, das sind alles nur Rubine, richtig, die ich dann verpasse? Nein, das ist mir nicht wert auszuprobieren. Tatsächlich nicht wert auszuprobieren. Ich weiß, du hast noch welche. Ja. I know. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ha. Jetzt mit der Hauptstory weitermachen. Was ist du? Hi. Na gut. Willst nicht mit mir reden? Dann will ich halt auch nicht mit dir reden oder so. Der Laden in Hyrule. Wo ist der? Ich finde den nie, dammit. Wir haben noch so viel Zeit. Was gibt es sonst noch mit den... Doppelklauen zu tun. Ist es das? Ich bitte um Entschuldigung. Du kommst außerhalb der Öffnungszeiten. Bitte komm doch später wieder. Na, okay. Das war er, glaube ich. Na gut. Gehen wir raus aus der Stadt und machen mit der Story dann weiter. Ich glaube, wir sind hier soweit fertig. Aber was heißt fertig? Nein, es gibt noch viel zu tun. Das ist auf jeden Fall so. Aber ich habe jetzt gerade wieder Lust auf Story, nachdem wir 25 Minuten lang keine Story mehr gemacht haben. Ja. Das gibt Sinn. Ah, und da. Und es gibt jeder sowieso. Relativ schnurstracks dann. Zum.
Betreten wir gleich mal ein neues Gebiet. Ja, es gibt noch ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Das ist im Prinzip ein Mini-Tempel. Und da ein Tempel. Gilt das offiziell als Tempel? Ich habe keine Ahnung. So. Ist so ziemlich dasselbe Effekt wie bei Skyward Sword, aber ich finde ihn cool. Okay. Es ist alles unser Fehler. Wir überschätzten die Macht unserer Weisheit. Wir versuchten, die finstere Magie unter Kontrolle zu bringen. Bitte verzeiht uns unseren Leichtsinn. Und seid mild in eurem Urteil, Prinzessin des Dämmerlichts. Oh. Da sieht sie verrückt aus. Das würde doch jeder so tun. Du hast dich verändert, Midna. Das ist schon okay. Ich schätze mal, wir sollen da draufstehen. Tja. Boah. Dann würde ich sagen, machen wir das in der nächsten Folge. Yay, Cliffhanger. Ich würde sagen, falls euch gefallen hat, liken. Falls euch sehr gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit meinen anderen Let's Plays. Ja. Yeah.